Yoga ist die Arbeit mit seinem eigenen Körper, mit dem Geist, mit seinem eigenen Geist, soll auch helfen, zu sich zu finden. Wie ist der Weg bei Acro-Yoga zu sich selbst? Der Weg bei Acro-Yoga ist, dass ich immer wieder an mir selbst auch erleben darf, dass der stärkste Muskel in unserem Körper unser Gehirn ist. Und wenn ich in meinem Gehirn wenn ich die Idee habe, dass ich etwas kann, dann kann ich es. Und wenn ich die Idee habe, dass ich etwas nicht kann, dann wird es auch richtig sein. Und was ich in Acro-Yoga immer wieder erlebe, ist, dass die Gemeinschaft, die mich wo sieht, wo ich mich vielleicht noch nicht sehe, mich wirklich dann auch dahin stellt. Und in dem Moment werden Dinge möglich, von denen ich vorher noch nie geträumt habe. Und das ist, wo man spürt, dass wirklich die Grundessenz des Yoga, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir eins sind und dass die Gesellschaft und die Gemeinschaft sich untereinander unterstützt, wirklich eine physische Erfahrung wird. Und ich das spüren kann, wenn ich in einer Position bin, in der ich Menschen um mich herum habe, die mich halten und tragen.